Hallo ihr Süßen, heute backen wir Osterkekse. Und für dieses Rezept braucht ihr 75 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Mehl, ein Eigelb, 150 Gramm Butter, eine Prise Salz, ein halbes Päckchen Backpulver, das ist Zitronenabrieb und ein bisschen Vanille. Diesen Teig mischt ihr zusammen, schön durchkneten und dann rollt ihr ihn dünn aus. Und dann könnt ihr ihn mit Ausstechern ausstechen. Und die Kekse brauchen bei 200 Grad 12 Minuten im Backofen. Guten Appetit!